Wenn ich Porträts fotografiere, mache ich das in der Regel mit Festbrennweiten. Mit 35, 50, 85 mm. Und wenn ich dann ein bisschen mehr Bokeh möchte, dann habe ich in der Vergangenheit immer auf einen 70 bis 200 mm Blende 2.8 Objektiv von Tamron zurückgegriffen aus der SP-Serie, dieses G2. Das wird allgemein eigentlich immer sehr gut besprochen. Ich war mit diesem Objektiv aber nie so ganz glücklich. Zum einen war es mir immer etwas zu groß und zu schwer, sodass ich mir immer zweimal überlegt habe, ob ich das Objektiv jetzt wirklich mitnehme oder ob ich es nicht mitnehme. Und das ist ja auch sehr lang und fand es einfach bei so Shootings vor Ort immer irgendwie ein bisschen unhandlich. So, und das zweite war, dass ich mit der Bildqualität auch nicht so hundertprozentig glücklich war. Das Bokeh ist über jeden Zweifel erhaben, da lässt sich gar nichts gegen sagen. Aber ich fand immer, die Schärfe war so ein bisschen weich, also es war nie so knackscharf, wie ich das gerne gehabt hätte. Und deshalb habe ich das Objektiv vor ein paar Monaten verkauft und habe dann nach einem Ersatz gesucht und bin dort auch fündig geworden. Und was es letztendlich geworden ist und wie zufrieden ich damit bin, darüber spreche ich mit euch nach dem Intro. Ja, moin moin nochmal und herzlich willkommen auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Ich begrüße nochmal ganz recht herzlich alle diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, als auch diejenigen, die mir schon seit gewisser Zeit die Treue halten. Ja, die Frage ist jetzt, was habe ich mir jetzt als Ersatz für dieses 70 bis 200 gekauft? Nochmal zu meinen Vorstellungen oder zu meinen Prämissen. Ich habe ein Objektiv gesucht, mit dem ich vor Ort draußen Porträts fotografieren kann, mit einem schönen unscharfen Hintergrund, aber die Hauptperson soll eben besonders scharf sein. Ja, geworden ist es dieses kleine Schätzchen hier, wobei so klein und leicht ist es gar nicht, da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist das 135 mm Sigma Objektiv aus der Art-Serie für Nikon. Und es ist auch nicht leicht, also da könnte man auch gut hier Fitnesstraining mitmachen, also das wiegt so ungefähr 1100 Gramm, aber es ist irgendwie wesentlich kürzer als das 70 bis 200, das ja irgendwie gefühlt so lang ist. Ja? Und wenn dann noch die Sonnenblende da vorne davor ist, dann wird es noch länger. Und insofern empfinde ich es, obwohl es auch nicht leicht ist, aber trotzdem als wesentlich handlicher im Umgang. Ja, zur Verarbeitungsqualität muss man gar nicht viel sagen. Wer die Sigma Art Objektive kennt, da reiht sich dieses Objektiv nahtlos ein. Sehr wertig verarbeitet, made in Japan. Kombination aus Kunststoff und Metall. Da knarzt nichts, da quietscht nichts. Der Fokusring läuft sehr weich. Ist wirklich exzellent. Es gibt nur zwei Schalter, einmal hier Fokus manuell und Autofokus und einen Fokus-Limiter, wo ich dann in drei Stufen den Fokus limitieren kann. Mehr hat es nicht. Es hat leider keinen Bildstabilisator. Das ist ja aber bei allen Sigma Art Objektiven so, im Gegensatz zu den Tamron Objektiven. Ich habe ja das 85 mm von Tamron. Es hat einen Bildstabilisator. Das könnte natürlich ein kleiner Nachteil sein gegenüber dem 70-200, das natürlich einen Bildstabilisator hatte. Aber ich habe es jetzt ein Vierteljahr im Einsatz gehabt und ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie mein Ausschuss bei den Bildern irgendwie größer ist als bei dem 70-200 mit Bildstabilisator. Denn meistens ist es gar nicht der Fotograf, dass sich so groß bewegt, sondern dass die Objekte, also die Personen, die man fotografiert, dass die sich irgendwie bewegen und dann nützt der Bildstabilisator dann eben auch nichts. Ne? Ja, nun ist die Verarbeitungsqualität ja das eine, aber viel wichtiger ist ja eigentlich die Bildqualität. Ich kann ja ein noch so gut verarbeitetes Objektiv haben, wenn die Bildqualität nicht dem entspricht, was ich mir vorstelle, dann bringt das Objektiv für mich keinen Nutzen. Deshalb werden wir jetzt mal in den Rechner gehen. Ich zeige euch ein paar Bildbeispiele und dann erkläre ich euch, wie zufrieden ich mit diesem Objektiv bin. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Bilder herausgesucht und zunächst ist es so,
dass ich in der Regel Porträtbilder gar nicht auf Blende 1,8 fotografiere. Also gerade wenn ich mehrere Personen fotografiere, dann ist 1,8 schon sehr gewagt, weil dann die Gefahr, eine Auge scharf ist, das andere ist unscharf, oder bei mehreren Personen eben, dass eine Person scharf ist, die andere ist unscharf, das ist dann schon sehr groß. Deswegen gehe ich dann also bei mehreren Personen schon also so ab 2,5 aufwärts, ja, 2,5, 2,8 oder vielleicht auch 3,2 oder so. Und bei einzelnen Personen, ja, dann gehe ich meistens schon auf 2, 2,2, 2,5. Aber ich gehe selten auf 1,8. Aber hier habe ich jetzt mal versucht, das wirklich auszureizen und bin wirklich mal auf 1,8 gegangen. Und wie man sieht, also ein Wahnsinnsbouquet, also unglaublich. Und wenn ich jetzt aber mal hier in das Bild reinzoome, jetzt hier auf die Augen, dann sieht man hoffentlich, dass die Augen knackscharf sind. Das ist wirklich beeindruckend, also dass dieses Objektiv selbst bei Blende 1,8 schon so eine Schärfeleistung zeigt. Also normalerweise muss man die immer ein bisschen abblenden, damit das richtig scharf ist. Und das ist aber wirklich hier bei 1,8 ist das schon knackscharf, und das ist wirklich beeindruckend. Ich zeige noch mal ein paar weitere Beispiele. Ja, hier bin ich jetzt auf Blende 2,5 gegangen. Das ist, Bouquet ist nicht mehr ganz so cremig. Es kann aber auch sein, dass der Hintergrund nicht, das ist ein anderer Hintergrund, dass der Hintergrund nicht ganz so weit weg war wie bei dem anderen Bild. Das hat ja immer was mit auch mit der Entfernung des Hintergrundes zu tun. Je weiter der weg ist, desto weicher wird das Bouquet. Hier haben wir ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Das war so ein Pre-Wedding-Shooting. Auch hier, ja, sehr, sehr schönes, weiches Bouquet. Hier das gleiche. Auch hier, das war jetzt so eine halbe Gegenlichtaufnahme. Und hier, also wirklich ein tolles Bouquet, toller Schärfeverlauf. Ja, die Bilder hatte ich euch schon mal gezeigt von Annika und Hanna. Auch hier tolles Bouquet wieder. Und auch in der Mitte super scharf. Hier das gleiche. Da war ich jetzt ein bisschen weiter weg, deswegen ist das Bouquet jetzt nicht ganz so weich wie bei den anderen Bildern, wo ich näher dran bin. Ja, das waren so meine Beispielbilder. Und also ich bin, wie gesagt, schwer beeindruckt. Kommen wir zum Fazit des Sigma 135mm 1.8 Art-Objektives. Wohlgemerkt für meine Einsatzzwecke. Mein Einsatzzweck sind eben Porträts mit unscharfem Hintergrund, bei denen die Person aber wirklich scharf ist. Und dafür muss ich sagen, ist es wirklich ein fantastisches Objektiv. Ich möchte das jetzt nicht mehr missen, obwohl ich es erst ein Vierteljahr habe. Und gebe das so schnell nicht wieder her. Und auch wenn ich irgendwann auf das Z-System umsteigen sollte, werde ich das mit Adapter weiter benutzen, denn von Nikon gibt es direkt weder für F-Mount noch für Z-Mount ein Objektiv mit 135mm. Es gibt, glaube ich, ein altes D-Objektiv noch, aber da funktioniert an den Z-Objektiven dann der Autofokus nicht. G-Objektiv gibt es meines Wissens nach nicht mit 135mm. Insofern denke ich mal oder hoffe ich mal, dass mich das Objektiv lange begleiten wird und ich noch viele schöne Fotos mit diesem Objektiv machen kann. Ja, für Studio-Porträts, dafür müsste das Studio schon relativ groß sein, also dass man einen genügenden Abstand halten kann. Dafür ist es eher nicht geeignet, da ist es eher dann 85 oder 50mm besser geeignet. Aber für Porträts vor Ort, entweder draußen oder auch in größeren Büros oder in größeren Hallen oder in größeren Räumen, wo man genügend Abstand halten kann, da ist dieses Objektiv ganz fantastisch, mit einem butterweichen Bouquet und einer exzellenten Schärfe auf dem Objekt. Also ja, ich bin wirklich, wirklich begeistert. Das war mein Video zum Sigma 135mm 1.8 Art. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr Anregungen oder Kritik habt, dann immer gerne damit in die Kommentare. Ich werde wie immer alles lesen und auch alles beantworten. Ja, und ansonsten lasst gerne ein Like da. Und dann kann ich nur noch sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen, euer Olaf.